Sie verpassen nichts. Im Moment läuft die Auszählung zur Wahl des Bundestagspräsidenten. Das wird auch noch ein paar Minuten dauern. Deswegen wollen wir uns weiteren neuen Abgeordneten widmen. Sie wissen ja, das Vorurteil, hier im Parlament laufen nur Lehrer und Beamte rum. Das stimmt aber nicht ganz. Ich begrüße nämlich jetzt ganz herzlich einen Unternehmer und einen Wirtschaftsprofessor, und zwar Lars Castellucci von der SPD. Sie sind Wirtschaftsprofessor für Management und Diversity Management, genauer gesagt. Was ist das? Da geht es um Vielfalt. Wir wissen, dass gemischte Teams erfolgreicher sind als Gruppen, die aus gleichen bestehen. Aber es ist natürlich anstrengend, mit Menschen, die unterschiedlich sind, zusammenzuarbeiten. Und wir forschen und wir lehren dazu, wie das gut gehen kann. Also ein gutes Zusammenleben auch bei unterschiedlicher Kultur. Ja, da müssten Sie dringend zu den Koalitionsverhandlungen, können wir aber gleich drüber sprechen. Stefan Albani begrüße ich für die Union, Unternehmer. Sie müssen mir jetzt helfen, Sie leiten irgendwie drei Unternehmen. Ist ein bisschen kompliziert, wenn Sie das vielleicht mal gerade selber zusammenfassen können. Es sind drei kleine Unternehmen. Wir sind im Bereich der Forschung tätig in Oldenburg und haben dort im Wesentlichen den Fokus auf Hörforschung für den schwerhörigen Menschen, aber mittlerweile auch im Bereich der Audiotechnologie. Und das eine Unternehmen ist halt mehr ein Dienstleistungsunternehmen, das ist die Hörzentrum Oldenburg GmbH. Die Hörtech GmbH ist mehr ein Forschungsunternehmen und als drittes ein medizinisches Versorgungszentrum, was dann dafür sorgt, dass die Dinge, die wir dort erforscht haben, auch am Ohr des Patienten zum Einsatz kommen. Nun ist es ja so mit den Beamten und den Lehrern, wir haben es jetzt auch gerade bei der FDP übrigens gesehen, dass es schon bitter ist, wenn man hier rausfliegt und wieder in den Zivilberuf zurück muss. Gerade jetzt als Unternehmer mal die Frage, wie werden Sie das Problem lösen? Sie können ja da nicht weitermachen, sondern Sie müssen ja Ihre Kraft hier auf den Bundestag richten. Ja gut, Bundestagsabgeordneter zu sein heißt Fulltime-Job. Das ist klar, hier in Berlin, aber auch natürlich vor allen Dingen im Wahlkreis. Und insofern werden wir es jetzt so machen, dass ich mir einen Prokuristen anstelle für diese Tätigkeit, die ich bisher weitestgehend ausführe. Und insofern dann auf eine, ich sag mal, Beratungsposition mich zurückziehe. Ich habe es immer den Mitarbeitern so erklärt, ein bisschen wie ein Seniorchef, der alle drei Wochen mal im Betrieb für einen halben Tag ist und dann beratend zur Seite steht. Aber ansonsten habe ich all meine Kraft einzusetzen für die Belange des Wahlkreises. Professor Albani, Sie können vielleicht noch ein bisschen dann doch in Mannheim noch weiterlehren. Ich weiß nicht so genau, wie das bei Ihnen geregelt wird, aber eins weiß ich, das gilt für Sie beide. Finanziell ist das doch sicherlich gar kein Anreiz, hier in den Bundestag zu gehen. Etwas über 8.000 Euro, das dürfte doch eher ein Klacks sein für Sie. Also finanzielle Anreize spielen sowieso bei mir keine Rolle, weil ich schon seit über 20 Jahren auch ehrenamtlich Politik nebenher mache. Also nur des Geldes wegen ist man nicht gut beraten, das zu machen. Aber das ist natürlich vollkommen auskömmlich. Also die Debatte, dass es zu wenig wäre, wäre natürlich auch völlig verkehrt. Ich versuche das zu vereinbaren, meine beiden Funktionen, aber ich kann natürlich heute noch gar nicht sagen, ob das funktioniert. Beides muss ordentlich gemacht werden. Ich denke, dass die Hochschule auch so ein Ideenlieferant sein kann und der enge Austausch mit den jungen Menschen, die da sind, für deren Zukunft wir uns ja schließlich auch engagieren, oder auch den Partnerunternehmen, die mit an Bord sind. Das, glaube ich, könnte auch die Arbeit hier, die ich politisch habe, befruchten und umgekehrt. Ich habe es ja eben schon mal spaßeshalber gesagt, bei Ihrer Zivilqualifikation wäre es vielleicht doch ganz gut, Sie gehören in die Verhandlungsdelegation, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber haben Sie mal überlegt, wo Sie Ihren Schwerpunkt setzen wollen, welcher Ausschuss Sie reizt? Also ich bin Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker, das sind aber gefühlt in der SPD immer alle, deswegen mache ich mir da mal nicht so große Illusionen, und da könnte man wahrscheinlich drei Ausschüsse alleine stemmen. Ich bin auch jemand, der immer ganz gerne was Neues macht. Ja, geht ja auch in der Hochschule um Innovation, ja, Lust auf Neues, das ist bei mir so, und dann würde ich diese Aufgabe, die sich dann mir stellt, beherzt anpacken. Herr Castellucci hat ja Politikwissenschaften unter anderem studiert, da liegt das ein bisschen näher als zum Beispiel bei Ihnen, so ein bisschen artfremd plötzlich hier in die Politik. Warum interessiert sich jemand wie Sie für die Politik und geht dann sogar den Schritt als Bundestagsabgeordneter? Das ist ein langer Prozess gewesen. Also vor ungefähr 8 Jahren sind wir aus unserer Tätigkeit der Hörforschung heraus stärker aus unseren Laboren in die nationale Realität hineingegangen. Und ich habe hier insbesondere in Berlin vor vielen Verbänden gesprochen im sogenannten vorpolitischen Raum. Das mache ich jetzt seit ungefähr 8 Jahren. Und da ist man immer näher und immer weiter in die Politik hineingekommen. Und auch die Themen, für die ich gesprochen habe, am Anfang war es die Hörforschung, dann wurde es Bildung, dann wurde es Unternehmertum aus dem Nordwesten und so weiter und so fort. Und ich habe dann die Themen immer weiter verbreitert. Und irgendwann kam man dann von Seiten der Politik auf mich zu und sagte, warum ich denn nicht dieses auch in verantwortlicher Position übernehmen können wolle. Und das habe ich mir kurz überlegt, vor allen Dingen mit der Familie. Wenn die nicht dahinter steht, kann man sich das schlechterdings abschminken. Aber der Reiz, der für mich darin lag, war halt,
diesen Schritt konsequent zu Ende zu gehen und die Geschicke, diese Freude an der Zukunft, wir kommen aus der Forschung, ich bin Physiker, die Freude an Innovation, die Freude an Forschung und dieser Pessimismus, der uns häufig begleitet, wieder etwas in den Hintergrund treten zu lassen. Das hat der Riesenhuber, fand ich eben, ganz hervorragend zusammengefasst, dass letzten Endes der größte Rohstoff, den wir in Deutschland haben, zwischen den Köpfen der Menschen liegt. Und wenn wir den fördern, wenn wir die Jugend da wieder zu begeistern, die Zukunft mitzugestalten, dann werden viele Probleme inhaltlich, aber auch gesellschaftlich wesentlich leichter zu lösen sein. Gut, und als Physiker, Physikerin kann man auch Bundeskanzler werden. Insofern ist die Qualifikation dann doch da. Herr Professor Castellucci, was hat Sie denn bewogen, jetzt sozusagen vom Lehrenden zu demjenigen, der hier auch ja vielleicht ein bisschen mit an den Strippen ziehen will, die Macht ausüben will, oder was ist der Reiz? Also ich hatte schon gesagt, ich mache seit über 20 Jahren Kommunalpolitik insbesondere. Ich habe da insbesondere soziale Projekte initiiert, eine Bürgerstiftung, eine Beschäftigungsinitiative für Menschen, die Schwierigkeiten haben, in den Beruf reinzukommen oder in den Arbeitsmarkt. Eine Weihnachtswunschaktion für Eltern, die kein Geld haben, ihren Kindern einen Weihnachtswunsch zu erfüllen und so weiter. Und das ist auch gut. Man muss, also wenn ein Mensch ein Problem hat, dann sollte man ihm helfen und nicht nach Berlin schauen. Aber das sind für mich Fragen von Verteilungsgerechtigkeit. Das sind Fragen, wie viel Armut wollen wir in unserem Land, das ein reiches Land ist, zulassen. Wie kriegen wir mehr soziale Gerechtigkeit hin? Also ich will an den Hebeln hier mitdrehen, dass wir ein Stück weit mehr Gerechtigkeit in Deutschland verwirklichen können. Und das ist mein Hauptantrieb hier in Berlin. Professor Castellucci, Herr Albani, vielen Dank, dass Sie da waren. An uns dreien liegt es ja nicht, aber wahrscheinlich werden Sie in der Kombination hier bei mir gar nicht mehr auftreten können, denn wir laden immer einen Koalitionspolitiker und einen Oppositionspolitiker ein. Da ich hier jemanden von der CDU und der SPD stehen habe, na, warten wir es mal ab. Im Dezember spätestens wissen wir dann mehr. Vielen Dank.